Interessierte, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier kommen wieder mal kurze Nachrichten aus Obach, vom Gut Obach. Wir haben dieses Jahr das erste Mal Öllein angebaut, weil Öllein eine schöne Frucht zum Anschauen ist, wenn sie blüht. Wir hatten einen großen Respekt vor der Ernte, weil die Leinfaser ja eine sehr, sehr zähe Faser ist, die sehr schwer zum Abschneiden ist. Aber überraschenderweise ging es dann doch sehr, sehr gut mit unserem Mähdrescher. Der Lohnunternehmer hatte sehr schnell raus, dass wir die Leinpflanze weiter im oberen Bereich abschneiden müssen, damit der Mähdrescher nicht so arg leidet unter der starken Faser. Das, was wir jetzt hier sehen in der Kiste, ist im Grunde genommen das Resultat, so wie es aus dem Mähdrescher rausgekommen ist. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit der Aufbereitung beginnen, den Leinsamen werden wir dann hier auf dem Betrieb zum größten Teil selber verwenden. Wir verkaufen ihn als Leinsamen, als Saat in unserem Hofladen und werden aber auch Öl von der wunderbaren Ölpflanze machen. Ja, hier sind wir jetzt in dem Verarbeitungsraum, wo das Öl hergestellt werden soll. Die Ölmühle steht hier, so eine ganz kleine Ölmühle, die aber sehr leistungsfähig ist. Die wurde eben von dem Preisgeld des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau gekauft haben, um nochmal eine weitere Wertschöpfungskette hier auf dem Hof zu haben. Das heißt vom Anbau über die Verarbeitung bis hin zum Endprodukt, wie zum Beispiel dem Sonnenblumenöl oder dann eben auch dem Leinöl, was wir dann in Zukunft machen werden, wird hier in dem Raum dann durchgeführt, abgefüllt und dann im Hofladen und an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Wir freuen uns darauf, Weihnachten unser erstes eigenes Öl dann verkaufen zu können. Daneben beliefern wir auch Bäcker mit dem Lein, mit der Leinsaat und schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben dieses Jahr knapp 2 Hektar angebaut, ob das dabei der Größe bleibt oder ob wir eventuell mehr anbauen. Von der agronomischen Seite her war es ein toller Erfolg. Und wir hoffen eigentlich, dass wir dabei bleiben und weitere Pflanzen finden, die Spaß machen anzubauen.